Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir wieder einmal etwas testen. Und zwar hattet ihr ja schon diesen Snackball in dem Video gesehen, wo wir mit Baloo die Trixie Snack Roll getestet haben. Da hatte euch Muffin am Ende nochmal diesen kleinen Ball vorgeführt. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke das Ganze nochmal unter diesem Video. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Und ja, ich habe jetzt nochmal zwei neue bestellt. Einmal vom Durchmesser 9 cm, einmal 11 cm. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, Muffin und für Baloo. Und das Ganze wollen wir jetzt heute mal bei Baloo testen. Dass das bei Muffin sehr gut ankommt, das wisst ihr ja schon bereits. Und ja, also diese Bälle sind aus Naturgummi hergestellt, sind mit Leckerbissen befüllbar und genau. Packen wir das Ganze mal aus. So sehen die beiden Bälle jetzt ausgepackt aus. Und ja, ich habe die extra in so einer richtig schönen knalligen Farbe bestellt. Falls sie irgendwo unterrollen, also die fallen auf jeden Fall auf. Und genau, in diesen Bällen hat man, ich nenne es jetzt mal so ein kleines Labyrinth. Das sieht man eigentlich hier, ich zeige euch das mal auf dem Karton. So sieht das Ganze aus und man befüllt von oben quasi diese Bälle mit Leckerchen, wackelt dann so ein bisschen mit dem Ball ja, hin und her, dass diese Leckerchen wirklich bis nach unten befördert werden. Und dann muss der Hund halt versuchen, indem er die Bälle über den Boden rollt, dass die Leckerchen rausfallen. Das Ganze wollen wir jetzt mit Baloo testen und ja, seht es selbst. So, jetzt wollen wir das Ganze mal befüllen. Das macht jetzt mal Mia. Der lässt sich auf jeden Fall ganz gut befüllen. Da passt auch, da diese Löcher so groß sind, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich habe jetzt sein Futter genommen. Das hat eine ganz gute Größe. Weil ich glaube, wenn das denn zu klein ist, dann fällt das, glaube ich, auch zu leicht drauf. Ja, und wenn es zu groß ist, passt es ja nicht rein. Nee, das ist klar. Von daher, das ist echt eine perfekte Größe. Ja, weil du bist schon ganz gespannt. Ja, der läuft hier schon aufgeregt hin und her. Mhm. Ich durfte eben mal kurz am Ball schnuppern. Mal ein bisschen rollen. Damit machen wir das am besten gleich auf dem Flur. Genau. Weil da haben wir mal nicht so viele Schränke, wo der Ball unterrollen kann. Ja. Und da kannst du das Ding gleich testen, ne, Balu? So. Ja. Letztes. Okay. Und es ist alle. Super. Und einmal schütteln. Und es ist nichts mehr. Genau, dann gehen wir einmal auf den Snow. So, Baloo. Oh, oh, der ist richtig groß. Ja. Guck mal. Ja, da ist was Leckeres drin, ne? So, wollen wir mal schauen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Raus da. Hm. Also ja, für den Anfang ist es sowieso immer ganz gut, wenn es ein bisschen einfacher rausfällt, damit er erst mal merkt, ah, okay, so funktioniert es, das muss ich machen. Okay, das geht aber sehr schnell raus. Ja. Aber auf jeden Fall das Erfolgserlebnis ist da und dann hat er ja auch Interesse weiterzumachen. Aber war vielleicht auch etwas voll, etwas zu viel vielleicht auch, aber das kann man ja alles quasi weniger machen. Ja, das ist quasi schwieriger. Das war sein Restfutter von heute Mittag, das hat er nicht aufgegessen, beziehungsweise habe ich das aufbewahrt. Und ja. Du gibst ihm das ja immer beim Gassigehen am Mittag. Genau. So, die Kamera ist eben ausgegangen, der Speicher war angeblich voll. Jetzt habe ich Platz gemacht und jetzt kann es weitergehen. Er ist auf jeden Fall schon sehr gut, ne? Ja. Das funktioniert auf jeden Fall, finde ich sogar noch einen Tick besser als die Snack Roll von Trixie. Ja. Allerdings ist ja die Snack Roll ja so ein zylinderförmig und rollt sich ja nicht über alles quasi und dann ist es natürlich viel schwieriger. Ja, zumal er das auch angeknabbert hat, wo ich ja schon meinte, also für Welpen okay. Im ausgewachsenen Zustand würde ich ihm das nicht anbieten. Nee. Nicht, dass er das zerkaut. Genau. Aber der ist aus Naturgummi, das hatte ich auch am Anfang schon erwähnt.
Und ja, auf jeden Fall immer euren Hund beaufsichtigen, wenn er damit rumhantiert. Ja, ich würde sagen, das ist sehr gut angekommen. Balu ist begeistert. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ihr Lust habt, schaut auch gern beim nächsten Video wieder rein. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis dann!